kommt für mich nicht in Frage. Ich werde nicht zulassen, dass du mich verlässt. Lass uns fahren. Was hältst du davon, wenn du mit nach Königsbrunn kommst? Mit einer derart miesen Tour lassen wir diesen Schmierlappen doch nicht durchkommen, oder? Glaubst du eigentlich wirklich, du musst hier nur einer verständnisvoll machen? Und schon gebe ich dir die Hälfte meines Erbes? Vorausgesetzt, ich würde meinen Vater für tot erklären lassen. Nein, natürlich glaube ich das nicht. Ich biete dir einfach nur an, so lange hier zu bleiben, bis es dir besser geht. Sie oder ich? Alexa, warte. Du bleibst. Und aus lauter Dankbarkeit überschreibt sie dir die Hälfte ihres Erbes. Ich will alles. Sie wollte nicht mehr leben. Unseretwegen. Machst du jetzt Schluss oder was? Wir sollten uns nicht mehr sehen. Sag mir jetzt die Wahrheit. Hast du das alles inszeniert, um Tore und mich auseinanderzubringen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Der Blumenbote sollte dich rechtzeitig finden, bevor es zu spät gewesen wäre. Glaubst du wohl nicht im Ernst, dass ich mein Leben in die Hand von irgendeinem Blumenbote... Giselle, sieh mich jetzt an und sag mir die Wahrheit. Hast du deinen Selbstmord vorgetäuscht, um Tore und mich auseinanderzubringen? Nein, natürlich nicht! Ich weiß überhaupt nicht, wie du sowas von mir denken kannst. Ja? Ich habe Blumen bestellt. Ich weiß nicht mehr, was ich am Telefon gesagt habe. Ich war total besoffen. Ich hatte Schlaftabletten-Intus. Ich war total durch. Ich wollte sterben. Aber du musst doch jetzt... Du musst jetzt mal zugeben, dass es alles ziemlich seltsam ist, oder? Warum bestellst du den Blumen, wenn du dich umbringen willst? Für dich. Zum Abschied. Carol, du bist der einzigste Mensch auf der Welt, der mich wirklich kennt. Du bist meine Zwillingsschwester. Glaubst du wirklich, dass ich dir und mir sowas antun könnte? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich werde immer zu dir halten. Wenn ich dir vertrauen kann. Das kannst du doch. Bitte glaub mir. Also, was ist jetzt? Hey, ich rede mit dir. Ich höre dich laut und deutlich, lieber Cousin. Gibst du die Gelder frei oder nicht? Ich muss das Ganze noch mal in Ruhe prüfen. In Ruhe prüfen? Was machst du denn die letzte halbe Stunde? Pennst du mit offenen Augen oder was? Verdammt noch mal, nur weil du jetzt als Lisbeths Pfiffi hier Prokura hast, heißt das nicht, dass du wichtige Ausgaben blockieren kannst. Jeder Trottel sieht, dass das wichtige Punkte sind. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Hey, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle, okay? Komm, setz dich hin. Gut, dann bleib eben stehen. Also, Tristan, wir haben natürlich einen Fehler gemacht. Ein Fehler? Ihr habt 3 Millionen Euro unterschlagen. Okay, wir haben einen großen Fehler gemacht. Und darum hast du natürlich jetzt jedes Recht, alle Transaktionen genauestens zu prüfen. Soweit sind wir klar, oder? Nein, soweit sind wir nicht klar. Ich sehe gar nicht ein, dass mir von diesem Würstchen auf die Finger schauen lassen soll. Aber leider kannst du nichts dagegen tun. So? Das wollen wir ja mal sehen. Haben Sie das Ding her? Von einem Internetversand für Privatdetektive. Ach, und da ist eine Kamera drin in dem Wecker. Genau. Und das hier? Sehen Sie mal, das ist eine Wanze. Und in diesem Stift ist eine Kamera versteckt, ganz diskret. Das muss ja alles ein Vermögen gekostet haben. Wenn wir diesen gemeingefährlichen Psychopathen damit dran kriegen und die Gräfin retten, dann war es das allemal wert. Wissen Sie denn eigentlich, wie man mit dieser ganzen Technik umgeht? Ja, natürlich. Darf ich?
Moment. Das machen Sie sich dann doch lieber selber dran, ja? Einfach festmachen. Dann stelle ich die Verbindung mit dem Handy her. Und jetzt sagen Sie mal was. Hallo, ich bin Biggie. Ja, ja, gut, es funktioniert. Ganz toll, ganz toll. Wir müssen nur die Lautstärke regeln. Und jetzt? Ja, jetzt suchen Sie unseren ach so schwer verletzten Herrn Schöne und befestigen die Wanze an ihm. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ich befestige die Wanze an ihm. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Meine Güte, seien Sie kreativ, was weiß ich. In der Brusttasche seines Hemdes oder sonst wo. Und wenn er ein T-Shirt trägt? Dann finden Sie eine andere Lösung. Und was machen Sie so lange? Ich bleibe hier und überwache alles. Aber Sie wissen schon, dass Sie eigentlich gar nicht mehr hier sein dürfen? Entschuldigung. Schon in Ordnung, Frau Schumann. Los an die Arbeit. Da etwa Sport? Mit Ihrer Verletzung? Sport? Nee, da ehren Sie sich. Sport, Sie Windhund. Telefon runtergefallen. Das sah aber gerade ganz so aus, als würden Sie Liegestütze machen. Was Liegestütze? Ich? Mit meiner Wunde? Sind Sie wahnsinnig? Tja, dann muss ich mich wohl getäuscht haben. Ja, das wäre ja nicht das erste Mal. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Jo, mich in Ruhe lassen. Was ist? Haben Sie irgendwas an den Ohren? Es ist mir etwas peinlich, das zu sagen. Was denn noch? Die Gräfin legt allerhöchsten Wert auf Eleganz. Und ihr Jackett. Was ist damit? Das müsste mal aufgebügelt werden. Finden Sie? Also ich persönlich nicht, aber die Gräfin ist sehr sensibel. Ja, 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 schon gut. Hier, nehmen Sie es mit. Dach uns. Wiedersehen macht Freude. Ich bringe sie Ihnen sofort zurück. Jetzt kommst du zu meinem Satz, mein Liebling. Kim, verdammt noch mal, bleib stehen. Hey, jetzt warte auf mich. Ja, aus dem Weg, du Arschloch von Vater. Jetzt reicht's, ja? Okay, niemand hier. Oh, hat gerade Spaß gemacht. Ja, das habe ich gemerkt. Alexa glaubt auch schon noch, dass wir uns wegen ihr gestritten haben? Ja, natürlich. Alles läuft nach Plan. Aber Lisbeth und ihr Schuss und geht mir auf die Nerven. Ich kann keinen unbeobachteten Schritt mehr machen. Ja, und bald hast du dein Vermögen mit Alexas Geld verdoppelt. Und dann kannst du allen den Mittelfinger zeigen. Ja, richtig. Aber bevor ich verdoppeln kann, muss sie erst mal in ihr Erbe kommen. Ja, und dafür muss sie ihren Vater für tot erklären lassen. Ja, und daran arbeite ich. Hey, meine Wirkung auf Frauen ist nicht zu unterschätzen. Was meinst du damit? Glaubst du, die steht auf dich? Hey! Und jetzt lass mich endlich in Ruhe! Kim, hör zu, du bist meine Tochter. Aber wenn Alexa meine Hilfe braucht, dann musst du das akzeptieren. Aha, wer sagt das? Sie ist immer noch sauer, meinetwegen. Ja, anscheinend kann sie nicht richtig nachvollziehen, was dich und mich verbindet. Meinst du, sie ist eifersüchtig? Dazu hat sie doch gar keinen Grund, oder? Hast du vielleicht einen Moment? Ich würde gerne mal mit dir reden. Klar. Eine Blumenlieferung mit Eilzuschlag. Also entschuldige, das ist doch wohl der beste Beweis. Aber Giselle hat alles abgestritten. Ja, natürlich hat sie das. Sie war total verzweifelt, wie ich sowas überhaupt denken kann. Du weißt, dass Giselle eine ziemlich gute Schauspielerin ist, wenn es darum geht zu lügen. Du glaubst ihr doch wohl nicht etwa. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Caro, du weißt, dass Giselle schon oft gelogen hat. Sie ist manipulativ. Sie hat versucht, sich umzubringen. Wenn ich sie nicht gefunden hätte, dann wäre sie gestorben. Sie wollte gefunden werden von dem Blumenboten. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass sie so weit gehen würde. Ich kann nicht glauben, dass sie das Risiko eingehen würde. Würde sie, leider. Was, wenn nicht? Was, wenn sie wirklich suizidgefährdet ist und es nochmal versucht? Das wird sie nicht tun, weil sie gelogen hat. Und ich werde dir das beweisen. Und wie willst du das machen? Das weiß ich noch nicht, aber ich werde schon eine Lösung finden. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Du brauchst endlich Gewissheit, sonst wirst du noch wahnsinnig. Da könnte was dran sein. Komm mal hier.
Hast du dich eigentlich mal gefragt, was dein Vater gewollt hätte? Na, bestimmt nicht, dass ich ihn für tot erklären lasse. Nein, was er für dein Leben gewollt hätte. Er wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete und seine Nachfolgerin werde. Eben. Er hätte nicht gewollt, dass sein Vermögen, all das, wofür er jahrelang geschuftet hat, einfach verfällt, weil niemand sein Erbe antritt. Und wer sagt mir, dass du mich nicht gerade manipulierst, um an das Vermögen meines Vaters zu kommen? Ist das wirklich gerade dein einziges Problem? Sag mir einfach die Wahrheit. Ja, ist schon klar, dass du es nicht gewohnt bist, dass dir jemand einfach nur helfen will. Du willst mir einfach nur helfen. Okay, du glaubst mir ohnehin nicht. Okay, tut mir leid. Vielleicht hast du recht. Im Endeffekt musst du die Entscheidung treffen, mit der du am besten leben kannst. Ich weiß es doch eigentlich. Er ist tot, er kommt nicht zurück. Hilfst du mir bitte? Natürlich helfe ich dir. Was willst du? Was sind die Menschen doch manchmal für sonderbare Wesen? Tristan, was willst du? Überleg mal. Zuerst bringt Ansgar deinen Vater um. Du bringst ihn ins Gefängnis. Er entkommt, er jagt dich, er versucht, dich zu töten. Du kidnappst ihn und er stirbt beinahe. Und auf einmal läuft der arme Name durch die Gegend, als wärt ihr die besten Freunde. Da soll noch mal einer sagen, die Menschheit wäre nicht dem Untergang geweiht. Was das? Dann kannst du jetzt wieder gehen. Was läuft da zwischen Ansgar und dir? Ansgar, schön, dass du anrufst. Hast du das Dokument bekommen? Ja, hab ich. Wie geht's dir? Alles okay. Ich habe nur gerade Besuch von meinem Ex-Ehemann. Was will der? Können wir kurz reden? Es gibt nichts zu reden. Und, genießt du es? Was meinst du? Dass dein Plan aufgegangen ist. Dass du Caro und mich auseinandergebracht hast mit deiner Aktion. Hat sich das Risiko am Ende gelohnt? Ich habe immer noch keinen Schimmer, wovon du redest. Oh doch, das hast du. Antidepressiva. Magst du auch welche? Nein. Das sind Pfefferminz-Dragés. Keine Angst, völlig harmlos. Unfassbar lustig. Ich
habe jetzt gleich ein Shooting. Außerdem, glaube ich, hatten wir dieses Gespräch schon mal, oder? Ich weiß von der Blumenlieferung. Oh, ich habe Blumen bestellt, ja. Dahinter steckt bestimmt ein ganz böser Plan. Gib's doch einfach zu. Was denn? Was soll ich denn zugeben? Dass du deinen Selbstmord inszeniert hast, um Karin schlechtes Gewissen zu machen. Klar, ja. Guck dich doch mal an. Ich meine, sieht so jemand aus, der sich gerade aus Liebeskummer umbringen wollte? Ich versuche hier einfach nur professionell zu sein, um meinen Job zu machen. Und das, obwohl du mich gerade hast sitzen lassen, vor unserer Hochzeit, wegen meiner Schwester. Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, dass mir das aufrichtig leid tut. Aber das gibt dir keinen Grund, die Liebe zwischen Caro und mir zu zerstören. Aufrichtig und Liebe. 2 Worte, von denen du keine Ahnung hast. Außerdem, heute liebst du Caro und morgen die nächste Frau? Da täuschst du dich. Caro ist besser ohne dich dran. Das ist ja das, was du mit deinem gefakten Selbstmordversuch erreichen wolltest, oder? Du bist derjenige, der versucht, Caro und mich auseinanderzubringen. Mit deinen haltlosen Verdächtigungen. Hast du dich schon mal gefragt, was Ansgar wirklich von dir will? Was geht's dich an? Mir kommt da gerade so eine Idee. Wenn Ansgar dir gar nicht helfen will, vielleicht macht das ja nur, weil er es auf dein Geld abgesehen hat. Wie viele Milliarden waren das nochmal? Naja, aber auch nur so ein Gedanke. Verehrte Gräfin, ich weiß, dass Sie mir vielleicht nicht glauben werden. Aber ich fühle mich dennoch verpflichtet, Sie ein letztes Mal vor Herrn Schöne zu warnen. Er ist ein gefährlicher Psychopath und nein, das muss anders, sensibler. Liebe verehrte Gräfin, Herr Schöne spielt leider ein falsches Spiel. Das wird sie mir nie glauben. Justus, Sie sind entlassen. Ich möchte, dass Sie noch heute Ihre Sachen packen und das Schloss verlassen. Ben, wie geht's dir? Ich glaube, ich habe das Bein ein bisschen zu sehr belastet. Was? Aber das hat doch gerade angefangen, so gut zu heilen. Oh Gott, das tut mir leid. Mir tut's leid, dass du dir ständig solche Sorgen um mich machen musst. Weißt du was? Ich fahre dich sofort zum Arzt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das schaffe ich schon alleine, wirklich. Wäre ja noch schöner, wenn ich dir hier zur Last falle. Hm. Außerdem bin ich es doch gewohnt, immer alles alleine durchzustehen. Oh. Damit war ich zwar sehr erfolgreich, aber auch sehr einsam. Umso glücklicher bin ich, dass ich dich getroffen habe. Ben, wir... Keine Angst, das wird kein zweiter Antrag. Ja. Du brauchst deinen Freiraum. Das habe ich verstanden. Ja. Oh Gott, tut's noch sehr weh. Das geht schon. Mach dir keine Sorgen. Bis später. Ja, bis später. Ich weiß nicht, was du heute noch vorhast, aber ich muss jetzt arbeiten. Nein, das musst du nicht. Das Shooting ist verschoben. Ihr könnt alle gehen. Los, raus. Sag mal, hast du jetzt den Verstand verloren oder was? Was glaubst du, was die Geschäftsleitung dazu zu sagen hat? Das ist mir scheißegal. Ich sag's dir noch einmal. Ich lasse nicht zu, dass du die Liebe von Caro und mir zerstörst. Ich muss mir das nicht anhören. Soll ich dir sagen, warum ich mich für Caro und nicht für dich entschieden habe? Wieso? Spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Wieso? Weil es dir nur um dich geht. Dir geht's immer nur um dich. Du musst im Mittelpunkt stehen. Du willst bewundert werden. Dabei bist du hinterhältig, berechnend und intrigant. Weil du ganz tief in dir drin, ganz sensibel, zerbrechlich und allein bist. Caro dagegen ist warmherzig. Sie sorgt sich um andere Menschen. Zum Beispiel um dich. Das ist Schönheit. Schade nur, dass du sie nie kriegen wirst. Wenn ich sie nicht kriege, dann kriegt sie jemand anders. Du wirst sie nicht ewig festketten können. Und dann bist du allein. Ganz allein. Weil so niemand mit dir aushält. Verdammtes Arschloch. Du hast mir das Herz gebrochen, wegen ihr. Aber Giselle, du hast doch gar kein Herz. Du hast nur ein großes Ego, was jetzt einen Kratzer bekommen hat. Ist nicht wahr. Ich hab dich geliebt. Es ist vorbei, Giselle. Es ist vorbei. Ich liebe Caro. Und Caro liebt mich. Du wirst uns nicht ewig auseinanderhalten können. Das wollen wir doch mal sehen. Willst du noch einen Selbstmordversuch vorspielen?
bin sehr gespannt. Vielleicht stellst du dich ja diesmal ein bisschen pfiffiger an. Wieso? Hat doch funktioniert. Dann gibst du es zu. Kannst ja eh nichts beweisen. Das muss ich auch nicht. Sie soll ihren Vater für tot erklären lassen. Unten links. Damit ist auch klar, was Ansgar von Alexa will. Er wird versuchen, irgendwie an ihr Erbe zu kommen, um mit diesem Geld seine Position zu stärken. Unten rechts. Und genau das muss ich verhindern. Na ja, und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht. Zumindest habe ich Alexa schon mal klar gemacht, was für einen tollen Freund sie sich mit Ansgar geangelt hat. Du hast noch nicht unterschrieben? Interessiert dich gar nicht, was Tristan wollte? Glaub mir, es gibt ungefähr zwei Dinge auf der Welt, die mich noch weniger interessieren als das, was Tristan will. Das eine ist Frauenfußball und das andere Frauenfußball. Er wollte mich warnen. Ja, lass mich raten. Vor mir? Das stimmt. Und? Ich frag mich, ob er recht haben könnte. Keine Ahnung, ob Ansgar mit Alexa fertig wird, aber eins muss man ihm lassen. Er bekommt recht häufig, was er will. Was schlägst du vor? Wie kommst du darauf, dass ich dir was vorzuschlagen habe? War nur so ein Gefühl. Wusstest du eigentlich, dass Elisabeth im Besitz einer recht exklusiven Geheimnummer von Vincent Berg ist? Eine Nummer, die sonst nur Alexa kennt? Ist es wirklich so schwer zu glauben, dass ich dir einfach nur helfen will? Mir wollte noch nie ein Mann einfach nur helfen. Ohne Gegenleistung. Das ist auch nur ein Angebot. Ich will mich sicherlich nicht aufdrängen. Besser? Das Richtige. Hier. Was ist das? Ein kleines, aber stilvolles Beerdigungsinstitut. Für die intime Beerdigung, die du dir vielleicht vorstellst. Sieht schön aus. Ich kann das alles arrangieren. Danke. Diese Nummer wurde auf irgendeine Serviette geschrieben und du glaubst, dass Elisabeth diese Serviette noch hat. Sie gibt zwar zurzeit die taffe Geschäftsfrau, aber wir wissen doch beide, im Grunde ihres Herzens ist sie zutiefst sentimental. Und wo könnte sie die Nummer verstecken? Wer sucht, der findet. Danke für den Tipp. Übrigens, ich lasse die LCL-Gelder heute noch freigeben. Schön. Es war mir wie immer ein Vergnügen, ein Spielchen mit dir zu wagen. Du hast doch gehört, wer mich provoziert hat. Das ist mir ja einfach so rausgerutscht, das war ja nicht ernst gemeint. Ich kenne dich nicht wieder, Giselle. Was meinst du denn damit? Natürlich erkennst du mich. Ich bin deine Schwester. Nicht die, die ich mal hatte. Hör auf. Das war ja nur ein Missverständnis alles. Du hörst doch nicht auf mit Lügen. Ich hab doch alles gehört. Es war Tore. Es ist alles seine Schuld. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Was? Dass ich im Krankenhaus an deinem Bett gesessen habe und dachte, dass du stirbst? Dass ich dachte, dass ich daran schuld bin? Oder dass ich für dich auf meine große Liebe verzichtet habe? Bitte verzeih mir, Caro. Wir sind doch Zwillinge. Wir bleiben immer zusammen. Du hast gesagt, uns kann nichts trennen. Das hast du immer gesagt. Ich will dich niemals wiedersehen.
Wenn du jetzt gehst, dann bringe ich mich wirklich um. Ich schwör's, ich tu's! Ach so, willst du mir jetzt drohen, ja? Weißt du was? Mach, was du willst. Du bist für mich eh schon gestorben. Alter, was ist denn mit deinem Bein passiert? Ist nur ein Kratzer. Also, alles wie besprochen, ja? Hast du das Geld? Geht mich ja nichts an. Aber von der Kohle könntest du deiner Angebeten auch einen fetten Klunker an den Finger stecken. Was willst du damit sagen? Naja, anstatt dass ich sie bedrohen soll, kauf mir doch einfach was Schönes. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich bezahle dich hier nicht für deine Ratschläge, sondern dafür, dass du Elisabeth von Lahnstein den Schrecken ihres Lebens verpasst, klar? Sorry, mein ja nur. Und diesmal machst du dir mal richtig Angst, verstanden? Du willst sie wieder retten? Ja, das haben wir doch besprochen. Ach, und bevor du fliehst, dann kannst du mir noch mal ordentlich eine verpassen. Du stehst auf Schmerzen, ha? Nee, ich stehe nicht auf Schmerzen. Ich... Oh, vergiss es. Hau mir einfach auf die Nase, ja? Dass es richtig schön blutet, okay? Ich verstehe schon. Frau von Lahnstein soll denken, dass du ihr großer Held und Retter bist. Bingo. Also, bis dann. Immer schön auf die Deckung achten, Idiot. Hey, bleib stehen! Scheiße. Jetzt setz dich doch erstmal. Was geht schon? Der Rechnungsplan, ich hab den noch vorhin ausgedruckt. Wo ist der? Caro, ich finde nicht, dass du jetzt arbeiten solltest. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Ja. Ich weiß nicht, wie sich's anfühlt, seine Schwester zu verlieren. Wie konntest du? Wie konntest du sie so verletzen? Wie's. Hast du sie wirklich nie geliebt? Doch, das hab ich. Sehr sogar. Und warum musstest du sie dann so verletzen? Ich musste sie aus der Reserve locken, das war der Plan. Aber ich wusste nicht, dass du es so tun würdest. Ich musste es so tun. Du bist wirklich ein erstaunlicher Mensch, Caro Scholz. Giselle hat dir viel öfter viel mehr wehgetan, als ich ihr eben. Und du hast immer noch Mitleid für sie. In den Arm nehmen, ob du es willst oder nicht. Nein. Nein, Tore, lass das. Bitte. Nein. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich muss mit dir reden. Wie ist das? Steckst du in der Falle? Komm raus und lass uns in Ruhe über alles reden.
Tristan hier. Schön, dass ich dich erreiche. Hast du kurz Zeit? Ich hätte da einen kleinen Spezialauftrag für dich. Es geht um eine Handynummer. Erschrecken Sie mich doch nicht so. Entschuldigen Sie, Gräfin, aber die Tür zum Geheimgang klemmt. Und überhaupt, was wollen Sie hier? Ich habe Ihnen gekündigt. Das ist mir bewusst. Nichtsdestotrotz sah ich mich in Anbetracht der Umstände gezwungen, mich über das von Ihnen verhängte Hausverbot hinwegzusetzen. Ich verstehe kein Wort. Was denn für Umstände? Herr Schöne. Was? Mein Gott, Elisabeth. Hat dich dieser Perversling belästigt? Pervers? Lassen Sie sich erklären, Gräfin. Du erklärst hier gar nichts. Raus! Er steckt hinter dem Anschlag auf Sie, Gräfin. Das ist doch lächerlich. Ich kann es beweisen. Hiermit. Was? Mit einem Stift? Der Typ ist komplett irre. Keineswegs, Herr Schöne. In diesem Stift befindet sich eine Kamera, die ihr heimliches Treffen mit dem Attentäter aufgezeichnet hat. Wenn Sie mir einen Augenblick Ihr Laptop zur Verfügung stellen, Gräfin, werde ich es beweisen können. Und ich rufe jetzt die Polizei. Ausgezeichnete Idee. Verrückten Stalker werde ich schon alleine fertig. Verdammter Stalker, wie? Was wird denn das jetzt? Bis jetzt kommt, haben Sie es selber zuzuschreiben, Sie Windhund. Okay. Diesmal schlage ich dir die Zähne ein. Komm schon. Was machst du? Wonach sieht's denn aus? Ich packe einen Koffer. Willst du verreisen? Nein, aber du. Können wir nicht noch mal über alles reden? Es gibt nichts mehr zu reden. Es tut mir wahnsinnig leid. Tore und du, ihr habt jedes Recht der Welt, mich zu hassen. Spar dir die Mitleidsnummer. Lass mich mal. Finger weg. Warte. So wie früher. Auf zwei. Eins. Zwei. Fast so wie früher. Ich habe einen Fehler gemacht. Einen Riesenfehler. Ich hatte einfach Angst, dich auch noch zu verlieren. Da bin ich durchgedreht. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Ich gehe jetzt. Und wenn ich wiederkomme, bist du hier verschwunden. Dann war's das jetzt? Ja, das war's. Aber wir bleiben doch sicher in Kontakt. Caro, ich weiß ja gar nicht, was ich ohne dich machen soll. Dir fällt schon was ein. Ich krieg keine Luft. Justus, bitte hören Sie sofort auf. Herr Schöne ist verletzt. Das mag stimmen, Gräfin, aber auch diese Verletzung hat er sich selbst zugefügt. Oh Gott, was reimen Sie sich denn da für einen Unsinn zusammen? Oh Gott. Ach, nicht mit Verlaub, ich reime nicht. Na ja, schön manchmal, aber diesmal spreche ich die Wahrheit. Ich habe alles dokumentiert. Greifen Sie in meine Tasche, Gräfin. Nehmen Sie den Stift an sich. Bitte, bitte, vertrauen Sie mir. Das ist doch nur ein mieser Trick. Bestimmt will er seine Hacker-Software auf deinen Rechner spielen und dich weiter ausspionieren. Gräfin, ich bitte Sie. Ich würde Sie nie belügen. Niemals. Ich bitte Sie ein letztes Mal. Vertrauen Sie mir. Alexa, entschuldige, dass du so lange nichts von mir gehört hast. Ich hatte meine Gründe. Ich lebe und es geht mir soweit gut. Sei vorsichtig, du darfst niemandem vertrauen. Warte auf weitere Nachrichten von mir. Mein Vater.
Elisabeth, tu es nicht. Warum vertraust du mir nicht? Ben, natürlich vertraue ich dir, aber das ist jetzt wirklich die beste Möglichkeit, dem ganzen Spuk ein Ende zu bereiten. Rene va plus, alia jacta est aus die Maus. Wo ist das denn? Ben, da bist du? Ach Gott, das ist ja bei uns in der Küche. Was machst du denn mit dem Stift unter dem Verband? Ach, das ist die falsche Datei, eine weiter. Das ist ja der Mann, der mich überfallen hat. Ben, was hast du mit dem zu schaffen? Er hat ihn gerade dafür bezahlt, dass er sie noch ein zweites Mal angreift, Gräfin. Ich kann es beweisen, ich habe den Ton aufgezeichnet. Das ist doch Blödsinn. Der Mann ist ein alter Schulfreund von mir. Ich wusste nicht, dass er dich angegriffen hat. Hörst du's? Bitte lassen Sie Herrn Schönes sofort los. Sehen. Elisabeth, nein, ich liebe dich. Verschwinde. Raus sofort. Das ändert nichts daran, dass ich dich weiterhin liebe und dass du mir gehörst. Ich werde immer in deiner Nähe sein. Und eines Tages komme ich dich holen. Das verspreche ich dir. Er sich erst jetzt. Vielleicht geht's ihm nicht gut. Vielleicht braucht er Hilfe. Hey, ich verstehe schon. Frau von Lahnstein soll denken, dass du ihr großer Held und Retter bist. Ingo, also bis dann. Ein oder zwei Stück Candies heute, Gräfin? Wie immer, Justus. Ein Stück. Ich muss mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Aber mitnichten, Gräfin. Herr Schön ist ein ausgebuffter Ganove der schlimmsten Sorte. Er ist an allem schuld. Trotzdem. Ich hätte niemals an Ihrer Integrität zweifeln dürfen. Ja. Wir alle haben dann und wann unsere schwachen Momente. Sie nicht. Sie sind einfach der Beste. Oh, vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. Ich weiß nicht, ob ich vor 10 oder 20 Jahren genauso blind gewesen wäre. Die Liebe lässt uns manchmal seltsame Wege gehen. Ja. Habe ich gehört, Gräfin. War das eigentlich Karate? Das war Kung Fu. Und ein bisschen Glück. Liebt. Er darf auf keinen Fall erfahren, dass ich bei Ansgar bin. Hi, ich dachte, ich sehe mal nach dir. Mir geht's gut, danke. Wollen wir vielleicht was unternehmen, um dich ein bisschen aufzuheitern? Nicht nötig. Du hast gepackt. Ja. Warum? Weil ich hab's mir anders überlegt, okay? Warte mal, was ist denn passiert? Gar nichts, ich muss jetzt einfach nur los. Ich melde mich, ja? Moment, was ist denn mit der Trauerfeier für deinen Vater? Und wie ist gelaufen? Ich weiß nicht. Mitkommen sollen. Nein. Es ging schon. Warum bist du nicht an dein Telefon? Ich habe mehrmals versucht, dich anzurufen. Ich habe dir sogar auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Das habe ich nicht gehört.
Vielleicht war der Ton aus. Und wie hat sie reagiert? Sie... Stopp. Ich will nicht mehr über Giselle reden. Ich will gar nicht mehr reden. Kannst du mich einfach küssen? Heb mich hoch. Fertig bist, dann wartet hier ein warmes Essen auf dich und ein kuscheliges Bett. Bis gleich. Stopp mal kurz. Was denn? Versprichst du mir was? Kommt drauf an. Also, wenn das jetzt nicht der beste Sex unseres Lebens wird, ist das nicht so schlimm, oder? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Weil nachmittags kommen immer auch sehr interessante Tierdokumentationen. Siehst du hier, dieser Wanne, eine unwirtliche Gegend. Idiot. Natürlich ist das nicht schlimm. Wir haben noch viel Zeit. Wir können üben, üben, üben. Gut. Ich bin nämlich ziemlich fertig. Das verstehe ich. Was dagegen, wenn ich trotzdem mein Bestes gebe? Nö. Geht schon in Ordnung. Damit du selbst fertig bist, dann. Damit du selbst fertig bist, dann. Damit du selbst fertig bist, dann. Damit du selbst fertig bist, dann wartet hier ein warmes Essen auf dich und ein kuscheliges Bett. Bis gleich.